Das Haus des Meeres in Maria Hilf hat für seine Besucherinnen und Besucher eine neue Attraktion zu bieten. Das ist ein Aquarium ist mit 11.000 Liter für einen chinesischen Riesensalamander und für heimische Fische. Vom chinesischen Riesensalamander gibt es in Europa nur 30 Exemplare. Das Tier hat auch schon eine Patin gefunden. Der ist so schier, dass es auch sehr schwer ist, einen Paten dafür zu finden. Und Sie sind doch bekannt dafür, dass Sie für Lebewesen, die gewissermaßen am Rande stehen oder auch irgendwie außen stehen, ein großes Herz haben. Und diese sehr offene und ehrliche Anfrage hat mich so berührt, dass ich gesagt habe, selbstverständlich übernehme ich gerne die Patenschaft, weil er schier ist. Das neue Aquarium und den chinesischen Riesensalamander namens Alois kann man täglich ab 9 Uhr früh besichtigen.